Es ist Dienstag und ja, ich wollte eigentlich schon längst mein Zimmer auseinandergenommen haben, weil ich noch meine Bustickets finden muss, die ich benutzt habe, als ich noch kein Auto hatte. Weil eigentlich wollte ich die nächsten Monate nicht bezahlen, aber wenn ich die nicht finde, muss ich sie natürlich weiter bezahlen. Geil. Jetzt habe ich noch ein anderes Problem. Jetzt finde ich mein anderes Handy nicht, weil das Handy hier, das ist ja irgendwie Schrott gegangen und da reagiert meine SIM-Karte nicht mehr, deswegen habe ich damit kein WhatsApp, sondern nur Instagram und so diese ganzen Apps, wo ich eine schöne Kamera zu brauche, weil das funktioniert komischerweise alle. Aber ja, für WhatsApp und so benutze ich halt das andere Handy und ich finde es nicht. Ich weiß nicht, ich hatte es auf der Arbeit noch, ich hatte es im Auto auch noch ganz sicher, also werde ich jetzt ins Auto gehen. Und da passt das gerade ganz praktisch. Denn heute ist mein FM-Transmitter angekommen. Ja, den werde ich dann einfach gleich mal ausprobieren und nehme ich mit. Weil da bin ich echt gespannt, weil ich habe bisher halt immer nur CD und Radio gehört, was ihr eigentlich, glaube ich, irgendwann schon mal mitgekriegt habt. Und ja, jetzt habe ich mir gedacht, hole ich mir so einen FM-Transmitter, damit ich auch meine Musik vom Handy hören kann. Also, gucken wir mal, ne? Jetzt bin ich gespannt. Okay, das ist jetzt falsch rum, aber andersrum passt es leider irgendwie nicht rein bei mir. Jetzt ist er bei mir falsch rum. Ja, es geht. Also da ist er jetzt erleuchtet. Sagt mir, dass ich mich mit Bluetooth dingsen muss. Falsches Handy. Der ist schon complicated mit mehreren Handys. Fertig. Okay, das ist jetzt... Ja. Das hört sich ja noch nicht ganz so geil an. Das ist doof. Hört ihr dieses Rauschen? Das ist nicht so geil, finde ich. Wieso ist das da? Krass, ich kann auf jeden Fall die Musik hier umschalten. Das ist cool. Aber ich habe da so ein scheiß Rauschen drin. Das will ich eigentlich nicht haben. Oh, oh. Ha, Leute, hört ihr das? Es funktioniert. Ohne Rauschen. Ich habe jetzt einfach die FM-Ding ganz anders umgestellt. Und es scheint zu funktionieren. So, jetzt kann ich auch da einfach aufklicken. Jetzt kann ich einfach da weiter. Ja, geil. Hier kann ich auch lauter und leiser machen. Kann ich hier auch. Ja, hier auch. Es funktioniert. Ich bin sehr happy gerade. Ich hatte schon Schiss, dass dieses Rauschen bleibt. Aber es war einfach die FM. Nummer, keine Ahnung, die Frequenz und ja, es funktioniert, ich bin sehr happy. Also das Teil kann ich nur empfehlen, ich schreibe euch den Link von dem FM-Transmitter in die Videobeschreibung, falls ihr auch ein normales Radio habt, könnt ihr euch das ja mal holen. Also das lohnt sich. HIV, NSU, Verfassungsschutz, Saddam Hussein, Bin Laden, Mohammed, Karikatur. Der Mensch besaß zwar sowas wie eine Art Vernunft, doch die reichte nur dafür aus, dass er noch bessere Waffen schuf, noch stärkere Überwachung, noch strengere Passkontrollen. Einfach mal, weil Mamengi neben mir war. Ich hoffe, man sieht das im Video, das wäre so witzig. Einfach, weil ich es perfekt aufgenommen habe. Ne, Grüße an Mamengi. Das war durchaus witzig gerade. Habe ich Kamera wieder angemacht? Wollte ich gar nicht. Hi.
Hallo ihr Menschen, es ist Donnerstag, genau. Morgen ist frei, wegen Karfreitag. Das heißt, ich fahre heute nach Hamburg und ich freue mich sehr. Ja, in Hamburg, also in Norderstedt, wohnt meine Tante. Deswegen fahre ich dahin, weil ich da auch ewig lange nicht mehr war. Es gab eine Zeit, wo ich da echt oft war und es ist jetzt eigentlich echt schade, dass ich so lange nicht mehr da war. Deswegen fahre ich da heute wieder hin. Und dann gehen wir Samstag ins Musical. Und ja, ich freue mich. Damen und Herren, herzlich willkommen im Stage-Theater Neue Flora. Bevor wir mit der Show beginnen, möchten wir Sie bitten, Ihre Mobiltelefone auszuschalten und gleichzeitig darauf hinweisen, dass das Fotografieren sowie Bild- und Tonaufnahmen nicht gestattet sind. Es ist Sonntag und es ist Ostern und ich wünsche euch allen frohe Ostern und wie ihr hört, ist wunderschönes Wetter hier. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber es regnet. Es ist super geiles Osterwetter. Freut uns alle sehr und ich esse gleich ein Stück Osterkuchen. und ja, noch einmal zu Aladdin, das Musical war unnormal geil. Also das war echt, das war so gut gemacht. Die Kulissen, die Kostüme, die Tänze, die Lieder. Oh mein Gott, alles. Auch diese, wie die Bühne einfach gebaut war.
dass sich die Kulissen so verschieben und die Sachen, die von unten runter gefahren kommen und das Genie aus dem Boden gefahren kommt und alles. Sau gut. Also das war so gut. Und ja, ich habe mir ein Armband da gekauft. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gezeigt habe hier im Video. Ich habe mir so ein Armband da gekauft. Und ja, war saugeil. Hat sich mega gelohnt. Super geiles Musical. Kann ich nur jedem empfehlen. Und ja, das war's dann mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Und wenn ihr mich noch nicht kanntet, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Bis zum nächsten Mal.